packen aus. Ein neues Spiel, nämlich Call of Duty Modern Warfare 2. Ab 18 Jahren freigegeben und eine Internetverbindung ist dringend erforderlich. Das Spiel ist komplett auf Deutsch und ist der zweite Teil der Modern Warfare-Reihe. Teil 1 gab es dann 2019, den habe ich ja auch gehabt. Aber den habe ich verkauft, weil es gab eine GameStop-Aktion. Drei Spiele und dann The Last of Us Part Nummer 2 für nur 10 Euro. Und da habe ich das natürlich dann mitgenommen. Und Call of Duty, Modern Warfare, Lego Jurassic World und ein anderes Spiel, an das ich mich gar nicht mehr erinnere, mussten dafür gehen. Hier einmal die Artikelnummer. Einfach mal diese Nummer hier bei Google eingeben. Dann findet ihr wahrscheinlich Kaufmöglichkeiten und weitere Informationen zum Spiel. Aktuell habe ich noch einen Call of Duty hier, und zwar Infinity Warfare, das ich aber nicht mehr spiele. Der Preis dieses Spiels, der Standardversion, ist insane. 80 Euro. Da habe ich schon echt nicht schlecht geguckt, aber ich hatte eh Lust auf den Shooter und die Bewertungen und Co. waren sehr gut. Vielleicht ist es sogar das beste Call of Duty aller Zeiten. Und auch nächstes Jahr gibt es gar kein Call of Duty, denn erst 2024, also jetzt im Zweijahresrhythmus, gibt es ein Call of Duty, nachdem die Serie ja jedes Jahr aufs Neue veröffentlicht wurde. Und schon im November gibt es das nächste Call of Duty. Denn mit Modern Warfare 2, beziehungsweise nein, ich meine natürlich mit Modern Warfare 1 kam ein sehr beliebtes Spiel raus, nämlich Call of Duty Warzone. Und jetzt ist der zweite Teil da und jetzt kommt im November, ich glaube am 15., aber da bin ich mir nicht sicher, kommt Call of Duty Warzone 2. Und so sieht die Verpackung von innen aus, das ist die CD. Und dabei war noch mal so ein bisschen Werbung für ein Link, da ist auch ein Code drauf, aber ich denke, wenn den behalte ich erstmal für mich, falls ich mir davon hole. Und wie gesagt, Call of Duty Warzone 2, hier natürlich ein bisschen Werbung. Ihr müsst es, glaube ich, komplett neu herunterladen. Aber es gibt eine Sache, die mich an komplett Call of Duty richtig stört. Call of Duty ist eigentlich immer ein ganz cooles Spiel, und als am Shooter halt. Aber eine Sache stört mich, und die gucken wir uns jetzt nochmal an. Na, wisst ihr schon, was mich stört? So, der Start bitte. GB für die Standardversion, die ihr euch komplett aus dem Internet herunterladen müsst. Ich habe aber gehört, es sind 150 GB, also nochmal 20 obendrauf. Oh mein Gott. Da musste ich erstmal eine Menge Spiele löschen und habe jetzt 410 GB frei. Meine einzigsten Spiele sind Uno, Monopoly, Fortnite, Fall Guys und GTA 5. Davon hat GTA 100 GB. Der Rest ist nicht der Rede wert, außer Fortnite vielleicht mit seinen 40 GB. Uno hat 4 GB, Monopoly nur einen einzigen GB und Fall Guys 4 GB. Das ist gar nichts. Ich habe euch angelogen, ich habe FIFA 23 auch noch drauf. Da bin ich ja mal gespannt, ob das stimmt. Also wer da spontan Bock hat auf Call of Duty, der hat mich einfach, und das Spiel nicht installiert hat, der hat nicht so schnell Bock auf Call of Duty, weil er muss erstmal sich 10 Jahre gefühlt was runterladen. Gerade habt ihr aber ein anderes Call of Duty noch gesehen, denn ich habe ja gesagt, Modern Warfare war mein einziges Call of Duty damals, was ich verkauft habe, und seitdem habe ich nichts mehr, das ist auch wahr. Ich habe seitdem kein Call of Duty mehr gespielt, aber ich habe bei MediaMarkt ebenfalls noch ein weiteres Call of Duty gekauft, und zwar den aus dem letzten Jahr. Und der ist erst ein Jahr alt, das Spiel, und das hat mich nur 20 Euro gekostet. Hier steht zwar 23, aber ich habe 19,99 bezahlt. Aber warum habe ich Modern Warfare verkauft, wenn es so gut war? Das einfache Grund ist genau das Problem, was wir auch hier haben. Das Spiel ist schon unglaublich groß. Dieser Call of Duty habe ich mir geholt wegen der Kampagne, weil die Kampagne sah auch ziemlich gut aus. Und für 20 Euro habe ich mir gedacht, nehme ich das mal mit. Aber guck mal, wie viele Gigabyte wir hier haben. Haltet euch fest, Leute. 195 Gigabyte. Und die Updates, die immer rauskamen bei Call of Duty Modern Warfare 1, die waren auch immer im Durchschnitt 20 bis 30 Gigabyte groß.
Ich glaube, es gab sogar schon mal 40 GB Update, wo wir wirklich 3 Stunden mit der alten Internetseite damals runtergeladen haben. Und da habe ich gedacht, nee, jetzt werde ich es löschen. Weil Call of Duty Modern Warfare damals gefühlt wirklich jede Woche ein neues Update bekommen von 20 GB. Und jede Woche 20 GB herunterzuladen, was arschlangsam war, habe ich mir gedacht, nee, das muss weg, das Spiel. Vanguard lassen wir aber noch eingepackt, während wir das jetzt installiert haben. Und ja, das war's mit dem Video. Haut rein, ich bin raus. Euer André P. Over and out. Ciao.